Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Boah, war das ein krasser Effekt. Wir haben gleich was für dich. Ich bin gut drauf hier, merkt. Guck mal, der neue Award von der Bibi. Ja, mein Twitter Award. Hintergrund. Willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar gibt es heute den großen Treue-Test. Wir werden herausfinden, ob Julian treu ist. Dafür braucht Julian nicht seine Notizen, weil er nur auf meine Fragen antwortet. Ich dachte, wir finden raus, ob du treu bist. Nein, wir drehen jetzt mein Video und finden heraus, ob du treu bist. Verrückt. Das hat gerade schon gezeigt, wir haben zwei Videos gedreht oder werden das zweite gleich noch drehen. Und zwar auf Julians Kanal. Da werden wir herausfinden, ob ich treu bin und wie ich so auf die ganzen Sachen reagiere. Das würde ich euch jetzt schon vorlesen, weil die Fragen sind sowas von asozial. Auf jeden Fall, das verlinke ich euch in der Infobox und das gibt es am Ende. Die Infobox findet ihr hier unten für die, die nicht wissen, wo ist jetzt die Infobox? Können wir anfangen? Ich habe euch aufgefordert, in Twitter und Facebook mir ganz verrückte Fragen zu stellen, an denen ich herausfinden kann, ob und wie treu Julian mir ist. Und ich fange jetzt einfach mal an und du wirst nach bestem Gewissen mir garantieren, dass du nicht lügst. Weißt du was? Weißt du was? Ich krieg dann von dir immer Treuepunkte, ja? Und ich kann 10 Treuepunkte kriegen und dann gucken wir gleich, wer von uns beiden mehr Treuepunkte hat. Bam! Willkommen zum meinem Video gleich erst. Die erste Frage lautet: Wie würdest du reagieren, wenn eine Freundin von mir zu Besuch kommt und dich zur Begrüßung einfach auf den Mund küsst? Wie ich dann reagieren wie würde? Wie du dann reagieren würdest. Es passiert einfach. Also nachdem sie mich geküsst hat? Ja, die küsst dich ja, einfach. Soll ich dir dann eine runterschlagen oder was? Du blöde Kuh! Jetzt zum Beispiel erzählst du es mir, wenn ich es nicht gesehen habe. Auf jeden Fall würde ich dir erzählen, aber... Was sagst du zu der? Aber ich muss sagen, mir wäre es zu unangenehm zu sagen, nee, hast du nicht. Du hast mich jetzt nicht ernsthaft auf den Mund geküsst. Ich würde so sagen... Du würdest so tun, als ob nichts wäre ihr gegenüber? Ja. Was? Hä? Du würdest nicht sagen, ja, was soll das denn jetzt? Ja, wer weiß, vielleicht hat die das getrunken oder so, das weiß ich doch nicht. Ich würde erstmal die Message sinken lassen, würde danach zu dir gehen und sagen, Bianca, Dinge Freundin, hat mich auf den Mund geschmatzt, was soll ich tun? Vielleicht würde ich so einen lustigen Spruch bringen, aber ich würde erstmal gerne mit dir vorher drüber reden wollen. Nee, weißt du was, dafür kriegst du einfach keinen Treue. Was? Nein, du kriegst einen halben Treue. Wieso nur einen halben? Du kannst mich, ich krieg einen ganzen Punkt. Ich krieg ein Dreiviertel. Okay, Dreiviertel. Dreiviertel, auf was ich mich jetzt hier einlasse. Die zweite Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn ich dir ein Programm auf dein Handy installiere, womit ich dich komplett kontrollieren kann, wo ich immer sehe, an welchem Standort du dich befindest und was du für Nachrichten mit wem gerade schreibst. Ich habe den kompletten Zugang auf dich mit diesem Programm. Denn je nachdem, wie du jetzt reagierst, weiß ich... Aber kann ich jetzt meinen Treuepunkt nur kriegen, wenn ich sage, yo, finde ich super, finde ich die absolute Scheiße, dieses Programm. Würde dir das Programm vorne und hinten reinstecken. Ja, warum denn? Hä, warum hättest du denn was dagegen, wenn du nichts zu verheimlichen hast? Weil das einfach sowas von krank ist. Ich finde, die einzige normale Situation ist, dass ich jetzt meinen Treuepunkt kriege. Du kannst dich aber für alle antworten. Wenn du mir ein Programm auf dem Handy, soll ich dir sagen, was ich machen würde? Ja. Ich würde einen Riesenstreit aus der Nummer machen. Echt jetzt? Weil ich die Sache, das ist das Krasseste, was man nur machen kann. Hey, aber weil dann zeigst du, dass du mir nicht vertraust. Und dann habe ich nämlich sogar den Gedanken, dass du untreu bist. Weil oha, jetzt übertreib mal, ja. Jetzt schiebst du die Untreue auf mich, oder was? Weil du dein komisches Stalker-Programm auf mein Handy setzt. Ja, weißt du, das ist kein Treuepunkt. Nee, ich krieg einen Treuepunkt. Wie würdest du reagieren, wenn Ariana Grande zu dir kommt und dich unbedingt küssen möchte? Die möchte mich küssen? Ja, die kommt, ihr trefft euch irgendwie, wenn du stehst daneben und sagst, okay, Julia, nee, mach ruhig. Ich bin nicht dabei. Du bist nicht dabei. Verzwickte Situation. Die möchte mich immer so einmal kurz auf den Mund küssen. Ja, die kommt zu dir und sagt, oh, ich würde dich so gerne küssen. Ich würde ihr, würd ihr so einen Schmatzer auf den Mund geben, aber ich... Nee. Deine Grinsen, oh. Nee, ich würde gar nichts machen. Schau mal, die würde ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Weil, wenn sogar deine Freundin im Türrahmen mir einen Kuss auf den Mund geben darf und du das so halb okay findest, dann darf ich der Ariana ja wohl... Hä? Wärst du sauer, wenn ich der Ariana, wenn ich sagen würde, ich habe der Ariana gerade auf den Mund geküsst? Nee, wäre ich nicht. Nein? Nein. Ja, krieg ich einen Treuepunkt. Du kriegst einen Treuepunkt. Echt? Ich wäre sehr stolz auf dich. Echt? Ja, hallo, das ist doch voll kann cool. Kann ich twittern? Ich krieg das... Den Dreiviertel kriegst du komplett gemacht. Okay. Okay, weil aber... Dafür hätte ich echt keinen verdient. Wärst du sauer, wenn ich Justin Bieber auf den Mund küssen würde? Warten wir mal ab auf mein Video, okay? Wer weiß, was da mal passiert. Wie würdest du reagieren, wenn du nach einem richtig krassen Streit, den wir beide gehabt hätten, alleine unterwegs bist und plötzlich kommt das hübscheste Mädchen, was du jemals nach mir gesehen hast,
zu dir und frag dich, ob du mit zu ihr nach Hause kommen willst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir uns gestritten hätten oder nicht. Das ist doch dann einfach die normalste Treue, dass ich dann sage nein. Oh. Den Treuepunkt, den trage ich mir gerne ein, Freunde. Damit habe ich schon 3 Treuepunkte gesammelt. Wie würdest du reagieren, wenn dich in einem Chat ein Mädchen anschreibt und mit dir flirten will und die Kontaktdaten mit dir austauschen möchte und du weißt zu 100%, dass ich niemals was von diesem ganzen Gespräch mitbekommen würde? Wann hänge ich denn in so einem Chat ab? Ja, oder auf Facebook oder was weiß ich wo. Kriegt dann ihre Handynummer? Nee, nicht ihre. Also du kriegst auch ihre Handynummer, ihr tauscht Kontaktdaten aus und alles, aber sie ist halt so richtig krass am Flirten mit dir. Jo, gehst du hier, meine ein? Kontaktdaten. Gehst du mit drauf ein oder gehst du nicht auf den Flirt drauf ein? Ich... Was? Nein. Warum? Ich frag ja nur, was du weißt alle, du weißt alle Leute, mit denen ich schreibe. Natürlich würde ich nicht einfach so mit der flirten. Wenn ich mit der schreiben würde, dann würde ich es dir auch zeigen. Dann kriegst du einen Treuepunkt. Ja, schon mein Treuepunkt. Wie würdest du reagieren, wenn du dich mit einer guten Freundin getroffen hättest, den ganzen Tag mit der verbracht hättest und irgendwie am Abend plötzlich mich entdecken würdest und sehen würdest, dass ich euch den ganzen Tag verfolgt hätte? Was hast du für Probleme mit deinem Stalken? Das hat schon wieder nichts mit Treue zu tun. Ich will einfach herausfinden, wie du dann reagierst. Wird dir eine runterscheppern, hör mal. Nee, ich würde sagen, was soll die Scheiße? Was hat das mit meiner Treue zu tun, wenn du denkst, ich wäre dir nicht treu? Aber ich war doch dann treu, oder nicht? Oder ja, du warst schon treu. Ich war treu, aber du bist ja den ganzen Tag hinterhergerannt. Dann würde ich sagen, leck mich. Weißt du was? Dafür kriegst du jetzt schon mal einen Minuspunkt auf meiner Treueliste. Was soll das denn? Du kannst mir keinen Minuspunkt geben für dein Video. Das ist eine falsche Frage. Die Fragen kommen von den Zuschauern, Mann. Dann haben die Zuschauer falsche Fragen gestellt. Oh, du bist so gemein. Wenn ein weiblicher hübscher Star, zum Beispiel, nehmen wir mal Selena Gomez, ja? Selena, die findest du doch ganz adrett. Die finde ich ganz adrett. Wenn die dir schreiben würde, ob sie dir Nacktfotos von sich schicken sollte. Wer fragt denn sowas, ein Junge, ne? Und es gäbe halt gar keinen Haken an der Sache, ja? Du müsstest ihr nur einmal darauf antworten, ja, will ich. Würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Darf ich mit dir vorher reden? Nein. Warum soll ich denn dann? Ja, würdest du machen oder würdest du nicht machen? Also wenn ich dann sofort zu dir gehen dürfte und sagen, ha, guck mal, dann würde ich es machen. Aber wenn ich so eine auf Verheimlichungsaktion machen würde, dann nicht. Wenn ich mir von dir Aktfotos zum Geburtstag oder zu was auch immer wünsche, nur mal so. Was hast du mit deinen Nacktfotos? Ich kann doch nicht so viel, wenn die Leute so kreativ sind und so Sachen schreiben, Mann. Also jetzt versetz dich jetzt in die Lage rein. Du willst ja? Nacktfotos von mir. Ich möchte Aktfotos von dir, ja? Sind doch Nacktfotos. Kannst du jetzt mal aufhören, meine coole Frage runterzumachen? Okay, du willst Nacktfotos von mir, ich möchte Nacktfotos von dir haben, ja? Mhm. Und wünsche mir die und du willst sie machen lassen. Und du hast eine Freundin... Ich will die nicht machen lassen. Würde niemals in meinem ganzen Leben ein Jetzt Nacktfoto. Hör mir doch erstmal zu! Ja, okay, ja. So. Das war ja eine unrealistische Frage. Und du hättest eine Freundin, die wäre Fotografin und würde dir anbieten, diese Fotos kostenlos für dich zu machen, dass du dir die Kosten für den Fotografen sparen kannst. Ha, also warte, meine Freundin möchte Nacktfotos von mir machen für dich, damit ich nicht zahlen muss. Ja, würdest du das machen oder würdest Auf gar keinen Fall. Allein schon, weil die da Nacktfotos von mir hätte. Ja, dann kriegst du halt die SIM-Karte und alles, dass sie keine Möglichkeit hat, die Fotos für sich zu benutzen. Mir geht's nur darum, würdest du das machen oder niemals. Okay, würdest du zum Fotografen dann niemals. Werden? Diesen Traum würde ich dir sofort ausschlagen. Sagen, du kannst nicht mehr. Ja, was soll das? Ich will keine... Na, ich weiß, dass du keine Nacktfotos von mir willst. Ich weiß, dass ich keine Nacktfotos für dich machen lassen will. Schon gar nicht bei meiner Freundin. Das ist so eine unnötige Frage. Ja, dafür krieg ich 2 Treuepunkte. Du kriegst doch einen Treuepunkt, oder? Du kriegst einen Treuepunkt. Meine vorletzte Frage lautet folgendermaßen. Wir sind draußen unterwegs, ja? Wir sind so in einem Park unterwegs, keine Ahnung. Und da ist schon die ganze Zeit so ein Mädchen. Und du merkst schon, ich bin so ein bisschen eifersüchtig auf die, weil du so mega einen schönen Po hast und voll hübsch ist. Und du hast die auch schon angeguckt und bla bla bla, ja? Und dann kommt dieses Mädchen zu dir und fragt, oh, ich hab da was am Po, kannst du das mal wegmachen? Ich hätte irgendwie eine Spinne sitzen oder so. Du willst jetzt fragen, ob ich... Ich will jetzt wissen, ob du ihr hilfst. Ob ich die Spinne deiner wegsnitchen würde. Nee, du könntest sie nicht wegsnitchen. Es wird schon so ein bisschen fester hängen. Du müsstest schon so über den Po streicheln und hauen, bis es weggeht. Das kannst du ja dann auch machen. Ja gut, aber sie hat dich gefragt. Aber du traust dich nicht, die Spinne wegzumachen, oder? Ja, genau. Du müsstest es machen. Ich würde dir helfen. Hä?
Hä? Dann welcher? Okay, was anderes. Das ist keine Spinne, wovor sie sich mega ekelt. Das ist vielleicht Blatt, was an ihrem Arsch festhängt. Nee, dann würde ich es nicht machen. Sie kommt halt so ein bisschen bitchig zu dir an und sagt, ah, oh, guck mal, ich habe was am Arsch. Nein, natürlich nicht. Ja, aber erst hast du gesagt. Ja, wenn da so eine fette Spider sitzt und die vielleicht. Stell dir mal vor, ich sag so, nee, ich fass deinen Arsch nicht an. So eine Sekunde später beißt die Giftspinne der in den Arsch und die stirbt dann einfach. Okay, übertreib komplett dein Leben. Dafür kriegst du einen Treuepunkt, Julian. Jetzt kommt eine Frage, dann wirst du wieder sagen, nee, hat gar nichts mit Trinkels zu tun. Aber ich werde sie dir jetzt trotzdem stellen, ja, und möchte auf deine, bin auf deine Antwort gespannt. Wir hatten so eine kleine Auseinandersetzung. Boah, du hast mir so mega den Grund gegeben, dass ich richtig eifersüchtiger sein könnte. Und nachdem ich so einen Eifersuchtsturmanfall hatte, guckst du eine Stunde später auf dein Handy und siehst, dass ich alle deine weiblichen Kontakte gelöscht hätte. Dann wäre ich sauer. Bist du sauer? Ja. Ja, sehr sauer. Dann wäre ich sehr, sehr sauer, ja. Ja. Sauer. Ist doch meine Schwester gelöscht. Nein, die wäre geblieben. Die wäre geblieben. Ja. Sehr sauer. Ich wäre sehr sauer, ja. Okay. Ich wäre sehr sauer, was wäre jetzt niemals ein Grund, irgendwie zu sagen, tschüss, geh weg. Ich kriege jetzt einen Treuepunkt dafür, dass ich sauer bin auf dich. Was für eine dumme Situation. Als ich die Frage rausgesucht habe, war mir noch nicht bewusst, dass wir uns Treuepunkte geben. Also hat die Frage dafür vielleicht jetzt nicht so gut gepasst, okay? Von 10 Fragen hat Julian ganze 7 Treuepunkte sammeln können. Das heißt, ich bin noch im oberen Drittel praktisch. Ich würde sagen, Julians Treue ist akzeptabel. Okay, aber jetzt ist es interessant, ob du treuer bist und meine Fragen sind richtig asozial. Du hast meinen Treue-Test bestanden. Gib der Bibi mal einen Daumen hoch, weil die so unfassbar super das Videothema verstanden und noch gar keine Fehler gemacht hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu Julians Treue sagt. Findet ihr es übrigens auch übertrieben verstörend, dass 2 Bibis die ganze Zeit in die Kamera gucken? Findet ihr übrigens, dass sie mir jetzt personalisiere ich diesen Brocken hier schon. Okay. Okay. Lass der lieben Bibi nochmal ein Abo auf da. Dich. Hier oben. Nee, auf der anderen Seite. Hier. Und die Leute, die von mir kommen, schenkt der Bibi auch mal ein Abo. Oder in der Infobox der erste Link. Da ist auch mal ein Abonnieren-Button dran. Stimmt's? Krieg ich ein Küsschen. Du bist ein süßer Kerl. Ja. Wir beginnen jetzt. Liebe Bianca, ich habe eine Frage.